bin 2013 den Weg in die Selbstständigkeit gegangen. Wir haben dann die Yakuza Bedachung GmbH gegründet. Die existiert jetzt das sechste Jahr. Mittlerweile haben wir 30 Angestellte. Also wir versuchen als Unternehmen, gell, den jungen Menschen zu zeigen, dass unser Beruf interessant ist, dass wir also wirklich eine abwechslungsreiche Tätigkeit haben, die Spaß macht, gell, und nichts Monotones ist, gell, dass die Verdienstmöglichkeiten gut sind und dass wir quasi durch neue Methoden, durch neue Fertigungsvarianten und durch technische Erleichterungen natürlich auch ein interessanter Berufszweig sind. Die Digitalisierung wird uns die Handarbeit nicht abnehmen. Wir werden weiterhin Materialien aufs Dach transportieren müssen und dort von Hand verarbeiten. Aber es wird sicherlich Arbeitsabläufe erleichtern. Wir verwenden dann Messenger-Dienste, sozusagen, dass wir jetzt Bilder in Bruchteilen von einer Sekunde hier im Büro haben, die bearbeiten können, über Details sprechen können. Wir sind jetzt dabei, Software zu entwickeln, wo dann der Handwerker auf seinem Tablet nutzt seinen Auftrag mit hinterlegten Zeichnungen, wo er quasi direkt auf der Baustelle bestellen kann mit seinem Tablet, ohne dass groß irgendwelches Papier laufen muss, und dass wir sozusagen in Echtzeit das im Büro bearbeiten können, was die Kollegen auf der Baustelle haben. Im Fall der Drohnenwartung, die wir durchführen, können wir dem Handwerker das erleichtern, indem wir vorneweg die Dächer befliegen, dort Fehlstellen feststellen, lokalisieren und der Handwerker nicht alle Dachflächen von begehen muss. Es ist nicht nur wirtschaftlich und Arbeitserleichterung, es ist ja eine Kombination aus beiden. Also je weniger ich bei dem Kunden auf dem Dach rumlaufen muss und vielleicht noch Schaden mache, umso schneller kann ich einen Auftrag abarbeiten. Und von daher, wo man das so eine Drohne mal im Internet gesehen hat, dass die ein gutes Video macht, dann war das klar, dass wir das für uns brauchen.